Was in dieser Folge passiert? Hä? Digga, unser Essen muss einfach. Digga, unser Essen muss blau-weiß sein, weil das sind die Farben des Balles. Meine Freunde, heute bestimmt StumbleGuys 24 Stunden, was wir essen müssen. Und zwar ist es die Farbe, die wir ziehen, die der Skin haben wird. Die müssen wir dann essen. Das heißt, sollten wir zum Beispiel einen goldenen ziehen, müssen wir zum Beispiel morgens goldenes essen. Sehr gespannt, Leute, wie das wird. Lasst ein Fett nochmal oben da, kostenlos Abo. Ich würde sagen, let's go, wir gehen rein. So, meine Freunde, und da sind wir auch im Spiel drin. Und ihr habt gerade schon erfahren, was wir machen. Das heißt, wir brauchen morgens, mittags, abends, Leute. Dreimal Spin, drei Mahlzeiten wird das sein. Ich würde sagen, wir laden jetzt erstmal Gems auf. Let's go. So, Gems sind aufgeladen. Let's go. Dann würde ich sagen, jetzt fangen wir an. Und der erste Spin wird einfach unser Frühstück bestimmen, Leute. So, Leute, wir machen das Glücksrad. Wir machen natürlich das WM-Glücksrad. Und der erste Spin wird unser Frühstück bestimmen. Let's go. Wir fangen an. Come on, gönn. Welche Farbe müssen wir jetzt essen zum Frühstück? Ich bin gespannt. Come on, gönn, gönn, gönn. Was nice ist. Gönn, komm, was muss ich essen? Es ist... LOL, blau-weiß. Digga, unser Essen muss blau-weiß sein, weil das sind die Farben des Balles. So, Leute, jetzt wird gefrühstückt, hat den Korb am Start. Und das heißt, jetzt müssen wir blau-weiß suchen. Was gibt es blau-weißes zu essen und zu trinken? Oh, lecker, lecker. Aber die sind leider nicht nur weiß. Also wird's damit auch nichts. Keine Cornflakes zum Frühstück. Ich hab's gefunden. Wir essen Toastbrot, weiß. Dürfen wir nur den Rand nicht essen. So, damit hätten wir ja schon mal das erste Problem gelöst. Wir brauchen auch noch was drauf, ja? Und was zu trinken. Das heißt, was gibt es zum Essen, was blau ist? So, und zum Frühstück gibt's ein blaues Powerade. Damit ist das Frühstück, So, dann fangen wir jetzt mal beim Frühstück an. Wir haben hier das Powerade, Toast und die Erdbeermarmelade. Let's go, das heißt, wir schmieren und dann mal guten Appetit, ne? So, Geschmackstest. Ja. Schmeckt wie Toast. So, jetzt hat Powerade getrunken. Boah, das schmeckt echt gut. Schreibt mal in die Kommentare. Trinkt der Powerade, ja oder nein, was euer Lieblingstrinken und Essen? So, Freunde, Brot ist aufgegessen, müssen wir jetzt auch machen zur Schule. Das heißt, let's go. Wir sind jetzt ja beim Mittagessen. So, Leute, Frühstück haben wir hinter uns auch gegessen. Das heißt, jetzt ist es einfach dran an das Mittagessen. So, was kriegen wir da zu essen? Das heißt, wir müssen wieder spinnen. Let's go. Oh Gott, wir haben nur blau-weißes Essen. Oh mein Gott, let's go. Come on, Mittagessen. Gönn bitte was Nices. Gönn was Nices. Come on, was gibt's zum Mittagessen? Digga, unser Essen muss einfach grau. Ich würde sagen, was ist hier am meisten Farbe drin? Weiß, würde ich sagen. Weiß. Weiß-graues Essen. Digga, soll ich das... Oh mein Gott, Digga, wo gibt's denn weiß-graues Essen? Hä, das ist ja ultra schwierig. Sag euch ehrlich, ne, so einen Fisch will ich jetzt hier auch nicht essen. Der ist zwar grau. Aber das ist jetzt auch nicht die Wave, ey. Ich schwöre, ich finde hier echt nichts, ey. Das kann ich angehen. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach das hier. Grau. Das ist zwar nicht ganz grau, aber ist egal. 2 Euro, das packen wir ein. Haben wir schon mal eine Sache zum Mittag. Es ist einfach so schwierig, das zu finden. So, das gibt es dann auch noch zum Essen. So, fürs Trinken nehmen wir einfach mal eine weiße Schokolade. Das ist eine weiße Schokolade, das ist eine weiße Vollmilch sogar. Also, let's go. Also haben wir auch das Mittagessen. Das Mittagessen fällt echt nicht gut aus. Oh mein Gott. Zum Glück haben wir noch den Nachtisch. Und damit beginnen wir jetzt auch das Mittagessen. Schreibt doch mal gerne unten in die Kommentare, was gab es heute bei euch zum Mittag. Lecker. Ich gönne mir das jetzt. Nice. Ich muss sagen, das Frühstück war jetzt auch nicht so gut. Der Käse, weiß ich nicht. Zum Glück haben wir hier noch die gute Milch. Zum Frühstück essen können? Ich weiß das gar nicht. Was gab es zum Frühstück? Ach, zum Frühstück gab es das Powerade, stimmt. Digga, wer sowas kauft, der ist absolut lost. Soll er sich lieber einen Kakao holen, ey. So, ich esse das jetzt auf. Boah, da sind Zwiebeln drinne. So, leer, 1 Euro noch was. Jetzt haben wir den leckeren Nachtisch. Da freue ich mich schon gut besonders drauf. Und die Sahne schmeckt wirklich gut. Oh mein Gott. Leute, schreibt gerne unten rein, ob ihr es jetzt auch gerne essen würdet. 10 von 10. Da waren so Kekse unten drunter. Ey, das schmeckt wirklich lecker. Wenn ihr wollt, dass ich mal so McDonald's essen oder so irgendwas teste, schreibt gerne unten rein, dann können wir mal wieder Videos machen. Ehrlich sagen, der Salat war jetzt nicht gut, aber das hat gekillt. Und der hat so eine schöne Milch. So, dann würde ich mal sagen, ich bin gespannt, was das Abendessen wird. Let's go, ein Spin. Und was müssen wir essen?
So, es ist... Come on, welche Farbe hat der Skin? Was kriegen wir? Digga, also hier ist am meisten grün. Das heißt, das Abendbrot wird grün. Was meint ihr? Schreibt es gerne rein. Grün ist am meisten. Deswegen grünes Abendbrot. Giga, das wird ja richtig geil. So, und jetzt kommen wir zum Abendbrot. Und da habe ich mich entschieden für... Da nehmen wir eine grüne Pizza. Hier komplett grün. Davon nehmen wir, glaube ich, am besten gleich zwei. Oh nee, eine ist echt teuer. Oh Mann, das ist heute ein Essen. Und zum Runterspülen gibt es ein grünes Red Bull. So Leute, jetzt geht's ans Abendbrot essen. Nicht wundern, dass es gerade so hell in meinem Zimmer ist. Es liegt daran, dass ich hier die Softbox anhabe. Und ja, deswegen, ich gönne mir auf jeden Fall zum Abend noch einen Red Bull. Ich muss sagen, es ist eigentlich keine schlaue Idee, jetzt einen Red Bull zu trinken, aber was soll's. Und das hier ist das Essen. Sehr, sehr nice. Ja, ich gönne mir jetzt hier auf jeden Fall erstmal eine Pizza mit auf jeden Fall grünes Zeug. Was haltet ihr davon? Mögt ihr sowas? Ja oder nein? Geschmackstest incoming. Ja. Geht so. Geht. Mit Rasen schmeckt die trotzdem nicht so gut, ey. So, ich esse die jetzt hier auf. Und dann gehe ich auch bald pennen, weil wir haben schon 23 Uhr. Jetzt folgt mal das Red Bull Geschmackstest. Und Leute, trägt auf jeden Fall kein Energy, ist ungesund. Aber es war das Einzige, was grün war. Belebt Geist und Körper. Ey, ob ich das heute Abend noch brauche? Jetzt ein Pizzastückchen und dann geht's ab in eine Kiste. So, Freunde, alles vorbei. Oh mein Gott, 24 Stunden als Sammelgeist, das ist bestimmt, was wir essen müssen, Leute. Und ja, das ist dieses Glücksrad, hat nur Pech gemacht, Leute. Lasst einen fetten Daumen hoch oben da, kostenlos Abo. Schreibt mir Video den unten in die Kommentare. Dankeschön, Leute. Tschüss und tschüss.